Julius, ich muss jetzt in die Schweiz mein Schwarzgeld holen. Das Finanzamt sitzt mir im Nacken. Hallo? Hallo? Ja, hören Sie mich jetzt besser? Die Internetverbindung ist wirklich eine Zumutung. Es ist eine Reha. Sie sind seit 3 Monaten querschnittgelähmt und der WLAN ist Ihr größtes Problem. Ich wäre auch bereit, mehr zu zahlen. Anscheinend sind Sie nicht nur gehbehindert. Von hier bis nach Zürich sind das nur 2 Stunden. Mann, ich kann doch nicht mal alleine scheißen. Wie soll ich denn 1,2 Millionen schmuggeln? Kamelreiten? Kameltherapie. Warum muss es denn in der Schweiz sein? Julius, die Idee ist genial. Keine Sau kontrolliert einen Bus voller Behinderter. Wir sind die geilste Behindertentruppe, die jemals existiert hat. Ich bin schick. Mach mal so, aber kein Stress. Ich bin Glamour. Wichtig sind die inneren Werte. Ich scheiß auf innere Werte. Könntest du bitte dein Blindenzeichen abnehmen? Was machst du denn? Schlafkontakt! Sag mal, fährst du so, weil du blind bist oder besoffen? Gib das sofort wieder! Kriegst du alles von mir! Du wirst das Geld woanders anbringen. Geht's noch? Du wolltest nur ein Schmuggelauto? Nein, so ist es nicht. Laura. Entschuldigung, aber wir sind viel behinderter. Transhydrale! Scheiß auf die Avengers! Scheiß aufs A-Team! Wir sind die Goldfische! Vicky! Aus dem Weg! Mann, ich bin in der verfickten Probezeit! Ihren Führerschein hätte ich gern mal gesehen. Hören Sie mal zu, Herr. Wie heißen Sie überhaupt? Sie haben sich überhaupt nicht vorgestellt. Mein Name steht hier auf dem Schild. Ja, sehe ich. Aber wie spricht man's aus, Müller?